Gut festhalten, Feline. Und tschüss. Bis später. Wir sitzen hier am Abend zusammen, leider ohne Licht, sondern mit unserer konstruierten Notbeleuchtung hier, da wir mal wieder Stromausfall haben. Und es gibt eine Neuigkeit, die Nela gerade erklärt, was unsere Aufgaben in der Familie betrifft. Genau, wir hatten bis jetzt immer eine To-Do-Liste und das haben die Kinder sehr gut gemacht auf einer Tafel. Und jetzt gibt es eine neue Heldentafel. Mal ganz neu, ich kann es einmal ganz kurz zeigen. Kann man sehen? Mhm. Eine Heldentafel. Da haben wir jetzt Aufgaben verteilt, die besprechen wir jetzt gerade erst noch. Und wer die am Tag gemacht hat, der darf hier eben einen Stern aufkleben. Und die Aufkleber kann man immer wieder verwenden. Genau, die kann man immer wieder verwenden. Und ich muss mein pinkes, Leere und mein gelbes, die Salome immer ein orangenes und Jamila immer ein blaues. Und was sind beispielsweise Aufgaben, Jaro? Kurs eindecken, Bett schön machen, Hausaufgaben machen. Hey, cool. Und was kriegt man am Ende, wenn man alles geschafft hat? Einen Stern. Und dann? Und dann kann man ein Stäbchen in ein Glas reintun. Und wenn im Glas 40 Stäbchen sind, dann machen wir einen ganz coolen Kindertag. Dann müssen wir aufs Glas ziehen und da steht was Cooles drauf. Zum Beispiel in ein Pool gehen, zu einem coolen Spielparcours geben, wo man Pferde reiten, Bogenschießen und so machen kann. Oder Filmeabend. Und das, aber man kann das nur machen, wenn man 40 Stäbchen. Und wir hatten sogar schon mal dreimal durften wir was ziehen. Und morgen gehen wir zum Malix. Ja, wir haben nämlich was gezogen. Und das ist das Ding, wo man Pferde reiten kann, in den Pool gehen kann und Bogen schießen und ganz viele Sachen machen kann. Ja. Und genau da geht's jetzt auch hin. Seid ihr schon gespannt? Ja. Aber bevor wir in dieses Malix Freizeitzentrum gehen, gehen wir in die Gemeinde, denn heute ist Sonntag und wir sind zu einem madagassischen Gottesdienst eingeladen von unseren Freunden, den Scherers, die ihr vielleicht schon aus anderen Videos kennt. Und ich lasse mich auch überraschen, es wird ein traditioneller Gottesdienst, denke ich. Auf madagassisch. In einem Zelt, habe ich mir sagen lassen. Wir haben es gefunden, hier ist das Haus und hier sind auch schon die ersten Kirchenbesucher, die mit uns pünktlichst angekommen sind. Ja, die Tore öffnen sich. Wir sind nicht die Ersten. Obwohl wir so früh sind. Boah, obwohl wir 10 Minuten zu früh sind. Das sind ja schon ganz schön viele Leute. Vor allem Kinder und Jugendliche. Oh, hat doch eine gute Willkommenskultur hier. Es gibt ein kleines Begrüßungsgetränk und ein bisschen Snacks. Die Schlange ist lang. Hey Dorothee, ganz schön viele Kinder hier, oder? Du musst mal filmen, die vielen Kinder. Ich habe schon die ganze Schlange gefilmt von den Kindern. Es ist eben so. Die Kirche hier, die macht immer am Donnerstag Einsätze, Outreach. Ja, vor dem Gottesdienst. Nee, am Donnerstag, morgen. Ja. Dann gibt es Bibelstunde und nachher gehen die auf Einsatz. Und dann fahren die jetzt oft bei diesen Leuten, die Steinklopfen beim Steinbruch. Das sind relativ arme Leute, die das machen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Und haben sie halt eingeladen zur Kirche. Und die Erwachsenen, die kommen die wenigsten, aber die Kinder, die lieben es. Und jetzt hat es irgendwie 30, 40 neue Kinder, die alle zur Sonntagsschule kommen wollen. Sie sind morgen als Erste da und gehen als Letzte. Tonga Su, willkommen! Kann dir was
Worauf freust du dich am meisten, Jamila? Weiß ich nicht. Du weißt noch gar nicht, was es alles gibt, oder? Ich freue mich am meisten am Pferdereiten. Ich auch. Ich freue mich auch auf den Pol am meisten. Und der Jaro mit mir, gib Gas. Und langsam, langsam, langsam. Voll konzentriert. Jamila, wie fühlst du dich vor dem Start? Aufgeregt! Hast du Angst? Ich bin eher aufgeregt nur. Wie war's für euch? Plötzlich hat es unser Jaro ganz eilig. Was hat er nur entdeckt? Was wird wohl unser nächstes Abenteuer sein? Hier kann man nicht nur essen und reiten, sondern auch schön planschen. Ich würde mal sagen, ich glaube, das hier ist sogar so der einzige schwimmbadmäßige Platz, den es in der Hauptstadt gibt. Viel zu schnell ging der gestrige Tag leider vorbei und so haben wir den Sonntag sehr, sehr gut genießen können. Jetzt ist Montag, die Woche startet und wie immer hier mit dem Mitarbeitertreffen. Ich habe heute was Besonderes vor, ich will mir den Erigo schnappen. Der Erigo, der ist sowas wie Wächter oder Hausmeister, kann man sagen, hier bei uns bei Nehemia. Und ich habe letzte Woche gehört, dass er ein bisschen unzufrieden war. Der hat viele Kenntnisse und möchte die gerne einsetzen. Kommt aber dann nicht so richtig zum Zuge, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und dann dachte ich mir, was ist denn besser, als den anzusprechen für ein Projekt, das ich mit ihm zusammen durchführe und mit der Nela. Und dann nehme ich dich natürlich erstmal mit hier in die Mitarbeiterversammlung und zeige dir dann auch, was wir vorhaben. Zu jeder guten Mitarbeiterversammlung gehört auch zum Beginn ein Lobpreislied, oder? Und da wir in Afrika sind, damit nicht genug, es muss auch getanzt werden. Evaluation, Bulacity, Tassan, normalerweise, was das Patricia, sie Stefan, Sandwich, sie. Ich habe den Erigo erwischt und er trinkt nach der Mitarbeiterversammlung Kaffee, hat gerade auch diese leckere Maissuppe hier gegessen. Schön gezuckert, schmeckt mir eigentlich sehr, sehr gut. Freut mich, dass es nach der Mitarbeiterversammlung auch immer was Kleines zu essen gibt.
Jedenfalls ist der Erigo beim neuen Projekt dabei und das neue Projekt heißt Torstreich. Und da sind wir angekommen beim Tor. Das ist es und das ist bereits mit einer Rostschutzfarbe gestrichen, aber wahrscheinlich schon so ein halbes Jahr alt. Der erste Rost ist durchgekommen und die Farbe fehlt natürlich und das wollen wir hier in einem schönen Grau machen. Und in der Mitte kommt hier unser Nehemia-Logo in Rot, in Grün und natürlich mit einem weißen Hintergrund. Und die Farbe dafür, die kaufen wir jetzt ein zusammen. Da haben wir die Farbpalette und so ungefähr sind unsere Nehemia-Farben. Das Grün und das Rot vom Logo und die Hintergrundfarbe Grau. Und die müssen wir jetzt möglichst treffend finden und lassen sie uns gleich mal mixen. Farben sind gleich fertig und wir haben auch das andere ganze Zeug, was man sonst so braucht. Salama Erigo. Salama Stefan. Firitona Vienna. Delombropultona Erigo. Ich habe ihn gefragt, hey, wie alt bist du eigentlich, Erigo? Er sagt 23. In der Nu, ni Asanau, etum am Nehemia. Was ist so deine Arbeit hier bei Nehemia? Mano Elektrizite Flomberi. Mano Tutanana. Ja, Tanam. Er ist sowas wie der Hausmeister. Er kümmert sich hier um die Elektroarbeiten, um die Installationsarbeiten hier. Und ist auch dafür verantwortlich, dass es hier sauber ist. Manambadi, wie genau? Bist du verheiratet? Ja, Manambadi, Manambadi, Rai, Tumuna, Ninarunbad. Er hat eine Frau, die heißt Tumuna, die arbeitet auch hier bei der Ausbildung für die Näherinnen mit. Und er hat einen Sohn, der heißt Erik. Ah, sei. Ja, Sotabitsaka. Sotabitsaka, vielen Dank. So, hier ist die Nela und bereit anzuzeichnen. Das hier ist nicht das Tor, wo wir anzeichnen wollten, sondern das hier ist das Nehemia-Gebäude. Und es ist bereits nachts. Was haben wir denn vor, Nela? Und warum läuft es jetzt so, wie es gerade läuft? Also wir müssen hier, wenn es dunkel ist, das Logo anbringen mit einem Beamer. Und es ist um 7 Uhr ungefähr dunkel. Und das Blöde ist, gerade regnet es immer genau um 7 Uhr. Und zwar übelst krass. Warum regnet es jetzt genau um 7 Uhr immer? Und davor hat es 2-3 Wochen lang überhaupt gar nicht geregnet. Oder eher ein halbes Jahr lang. Weil hier gibt es eben gar keinen Regen mehr in Madagaskar. Und deswegen sagt die Regierung, hey, wir müssen Regen provozieren. Wir schicken die abends ein Flugzeug hoch, das streut in die Luft Salz oder ja, irgendwelche chemikalischen Mischungen mit Salz. Und das provoziert eben den Regen. Und dann gibt es so einen Platzregen wie jetzt. Und ja, da haben sie schon gesagt, das wird die ganze Woche so sein. Deswegen haben wir jetzt irgendwie was überlegt, wie wir es machen können, obwohl es regnet. Wir haben jetzt hier eben das Tor ausgehängt und hier auf die Veranda gestellt. Und den Beamer haben wir jetzt hier im Auto. Die Kinder haben auch ihren Spaß. Probiert jetzt mal, ob das so klappt. So, die Nela ist fertig geworden. Man sieht von hier aus absolut gar nichts. Deswegen muss ich jetzt näher rangehen. Ich konnte nicht filmen, während sie es gezeichnet hat, weil ich habe mit diesem Beamer hier eben mit meinem Handy das Bild übertragen. Und deswegen konnte ich gleichzeitig nicht filmen. Jetzt schaue ich mal hin. Mach mich schnell durch den Regen. Der nächste Tag ist da, die Sonne scheint und unser Schriftzug hat auch die Nacht überlebt, ist nicht weggeschwommen. Perfekt, weil jetzt können wir anfangen, die Farben aufzubringen. Das Schöne hier in Madagaskar ist, sobald du draußen irgendeine Arbeit anfängst, gesellen sich immer einige Leute dazu, die einfach nur zuschauen wollen, ja, durchaus auch stundenlang dabei stehen und dich beobachten, was du da so machst. Und das ist eigentlich immer eine ganz schöne und gesellige Runde. Und ja, auch nicht selten helfen dir auch die ein oder anderen dabei, deine Arbeit zu vollenden. Und ja, zusammen macht es natürlich auch gleich viel mehr Spaß. Und am Ende des Tages haben wir dann tatsächlich auch unser Logo fertig geschafft. Tschüss!